Liebe Freunde, mir werden jetzt ganz still, ganz ruhig und atmen tief ein und aus. Beim Einatmen atmen wir das Licht und die Liebe Gottes ein. Und beim Ausatmen lasst man alles los, was wir nicht mehr brauchen. Stellt es euch vor, wenn es einatmet, das Licht und die Liebe, und beim Ausatmen wir alles Ungute aus eurem Körper raussaust, richtig raussaust. Wir sind ganz im Jetzt, verbunden mit unserem lieben Vater. Das göttliche Licht und die göttliche Liebe durchströmen unseren Körper. Jede Zelle in unserem Körper wird heller, lichtvoller, liebevoller und darf so heilen, wenn Gott es will. Das Licht strömt vom Scheitel bis in die Zehenspitzen. Vom Scheitel bis in die Zehenspitzen. Lieber Gott, allmächtiger Vater, bitte gib jedem von uns das, was für uns jetzt gut und richtig ist, was wir jetzt gerade brauchen, jeder von uns. Lieber Gott, bitte beschütze, führe und leite uns durch deine Kraft. Lieber Gott, bitte lass jeden von uns denken, sprechen und tun, was recht ist vor dir. Wir beobachten unsere Gedanken. Wir beobachten unseren Körper. Wir schenken dem Körper Aufmerksamkeit. Lieber Gott, du lebst in uns. Du bist überall. Wir spüren diese göttliche Liebe, dieses Licht in uns. Fühlen wir nun ganz tief in unseren Körper. Was spüren wir? Frieden. Frieden im ganzen Körper. Freude. Einen tiefen Glauben an unseren Vater. Vertrauen in die göttliche Schöpfung. Wir fühlen die göttliche Ordnung in uns und um uns herum. Wir fühlen Liebe, bedingungslose göttliche Liebe. Der Gabentisch Gottes ist so groß und das größte Geschenk ist Jesus. Jesus Christus. Danke, lieber Vater, für alles, was ist. Danke für unser Leben hier auf dieser Erde. Danke für die Luft, die wir atmen dürfen. Danke für all deine Geschenke, lieber Vater. Ich bin als göttliches Wesen einzigartig und niemand hat das Recht, mich zu verändern. Wir sind
einzigartig von Gott erschaffen. Das Licht ist in uns. Wir sind das Licht.